Wir beschäftigen uns heute mit Stable Diffusion. Dafür gibt es beispielsweise einmal die Website stabilityai.us. Die seht ihr auch einmal, wie immer sind alle Links auch unten drin in der Beschreibung. Und hier müssen wir uns einmal ganz kurz anmelden. Das geht entweder per E-Mail oder halt eben hier über Google. Ich habe das schon einmal gemacht mit unserem WinLab-Account. Das geht relativ schnell und unkompliziert. Wie immer werden dann einmal ein paar AGBs abgefragt. Genau, und hier sehen wir dann einmal die neuesten Features. Die klicke ich hier dann jetzt erstmal weg. So, das hier ist unser Arbeitsbereich innerhalb vom Dream Studio Lite. Wir haben verschiedene Regler, wie beispielsweise einmal die Breite und die Höhe. Damit können wir einstellen, wie groß unsere Bilder werden sollen innerhalb von verschiedenen Pixelrastern. Als nächstes haben wir die CFG Scale. Dazu kommen wir später nochmal genauer. Danach kommen wir einmal zu den Steps. Das sind die einzelnen Prozessstepps. Auch die werden später nochmal genauer erklärt. Und ganz zum Schluss kommen wir dann darauf, wie viele Bilder wir überhaupt generieren möchten. Ich habe an den Settings jetzt großartig nicht viel geändert. Hier oben können wir nochmal sehen, wie viele Credits ausgegeben werden. Je nachdem, wie groß das Bild ist, verändert sich das halt eben auch. Und deswegen probieren wir jetzt erstmal mit relativ kleinen Bildern zu bleiben. Da unten den Prompt ändern wir jetzt einmal. Ich hatte das letztens auch schon gemacht für unsere neue Maker World Episode. Und zwar gehe ich jetzt hier wieder für ein kleines Wallpaper ähnliches Bild, was ich generieren lassen möchte. Und zwar Space Seen Through a Window Out of a Spaceship. Und lass das Ganze dann anschließend. So, da sehen wir schon die ersten kleinen Vorschaubilder. Und das hier sieht auf jeden Fall schon alles sehr, sehr, sehr sauber aus. Genau. Heute geht es aber allerdings ja natürlich nicht darum, wie wir Bilder online erstellen können und wie wir durch diese Credits halt eben limitiert sind, sondern heute in dem Workshop wollen wir euch ja zeigen, wie ihr diese Bilder selbst erstellen könnt mit eurem eigenen PC und eigentlich nur durch eure Hardware limitiert seid maximal. Und dafür brauchen wir als allererstes Python. Ich stelle euch erstmal hier einen Weg vor, wie das funktioniert und später nochmal einen einfacheren, aber das hier ist wirklich der Step-by-Step-Guide. Mehr braucht ihr nicht. Hier habt ihr nochmal die verschiedenen Versionen, die es gibt. Es empfiehlt sich, die 3.7.15 zu nehmen, da die am besten läuft. Dann drückt ihr hier einmal auf Download. Ihr solltet dann da nochmal ein Stückchen weiter nach unten gehen. Das war hier nämlich ein kleiner Fehler mit drin gewesen. Und euch eine Exe holen, aber wie auch immer, also guckt am besten online nochmal nach Tutorials, wie ihr Python richtig installiert. Als nächstes könnt ihr euch noch Anaconda besorgen. Anaconda ist quasi einmal ein Hub, womit ihr Virtual Environments starten könnt. Und genau, hier auf der Standard-Website seht ihr dann auch einmal den Download-Button. Den könnt ihr dann einfach drücken. Anaconda an sich ist auch komplett kostenlos. Das, was ihr gerade eben gesehen habt, ist einfach nur quasi einmal eine License für Unternehmen. Gibt es auch für jedes verschiedene Betriebssystem. Als nächstes brauchen wir noch einmal Git. Auch hier wieder für Mac, Windows und Linux die verschiedenen Versionen. Und genau, auch hier drüben könnt ihr dann einfach auf Download for Windows drücken. Manchmal ist es ein bisschen angenehmer. Ich habe das zum Schluss mit der WinGet über die PowerShell gemacht. Genau. Als nächstes gehen wir dann einmal hier noch rüber zu dem GitHub. Hier haben wir dann einmal die Stable Diffusion Wrap UI. Und das könnt ihr euch ganz einfach downloaden, indem ihr das entweder mit Git downloadet oder als Download-Zip euch extrahieren lasst. Beziehungsweise über GitHub Desktop einfach in einem lokalen Verzeichnis hinlegt. So, last but not least sind wir dann einmal auf Hugging Face. Dort müsst ihr euch einmal anmelden. Ich zeige euch das einmal ganz kurz. Ich bin hier zwar noch kurz angemeldet, aber das ist gar kein Problem. Der Sign-up ist kostenlos, genauso wie überall auch sonst. Ich glaube sogar, dass ihr teilweise Modelle downloaden könnt, ohne angemeldet zu sein. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Hier habe ich aber auch wieder ganz entspannt unseren WinLab-Account genommen. Wie ihr seht, haben wir auch schon noch keine Aktivitäten, aber da rechts sind die trendenden Modelle, die wir haben möchten. Wir suchen natürlich für die Stable Diffusion hier einmal Version 1.5 und es gibt auch schon die neue, aber für Testzwecke wollen wir heute erstmal nur die nehmen, weil die definitiv funktioniert. Aber probiert euch gerne aus, wir kommen auch später nochmal mehr dazu. Hier downloadet ihr euch dann einmal den Checkpoint V15 Pruned 4,72 GB Useless VRAM. Das ist genau das, was wir möchten. Das ist halt für alle Grafikkarten, die jetzt, sag ich mal, im normalen Nutzerlevel liegen. Da, genau. Und hier sehen wir dann einmal noch Stable Diffusion 2. Ist nochmal weiter ausgearbeitet, hat nochmal viel mehr Power. Genau, das könnt ihr euch downloaden, wenn ihr möchtet. Aber ist jetzt erstmal nicht notwendig. Was die Modelle genau machen, zeige ich euch auch gleich noch.
So. Nachdem ihr dann hier alles einmal habt, gibt es noch die zweite Variante, und zwar den A1111 Web UI Installer. Den würde ich empfehlen, weil das das einfachste ist. Damit seid ihr immer on state of the art. Es ist halt alles in eine Exe gepackt. Das heißt, ihr könnt die ganz einfach ausführen und ihr habt gleichzeitig aber auch noch den Source Code und ähnliches, wenn ihr das halt irgendwie auf einem anderen Betriebssystem starten lassen wollt. Ich mache das jetzt hier als Exe. Das war für mich die Version, die am einfachsten funktioniert hatte. Genau, dann sagt Windows euch ganz kurz einmal, dass es durch einen unbekannten Herausgeber rausgekommen ist. Das müsstet ihr dann so einmal akzeptieren und dann lädt er eigentlich auch durch. Also es ist halt einfach ein Security-Feature, damit ihr euch nicht aus dem Internet alles Mögliche installiert. Hier wird dann auch nochmal darauf hingewiesen, dass ihr Python und Git installieren müsst. Das kann sogar der Installer mit übernehmen. Da lasst ihr die kleinen Haken einfach drin. Könnt ihr auch rausnehmen, was ich jetzt gemacht habe, weil ich das halt schon installiert habe. Und ich nicht möchte, dass es zu Komplikationen kommt. Als nächstes gebt ihr dann nochmal den Pfad ein und drückt auf Start. Wenn alles durch ist, könnt ihr jetzt hier als nächstes dann auf Finish drücken und habt dann einen neuen Ordner und diesen Button. So, wenn ihr den Button drückt, erscheint ein neues kleines Feld. Da könnt ihr dann einmal einstellen, dass ihr beispielsweise Low VRAM benutzen möchtet. Das könnt ihr ganz einfach überprüfen, wie viel VRAM eure Grafikkarte habt, indem ihr in den Taskmanager geht und dann unten bei GPU einfach einmal reinguckt, wie viel dedizierter GPU-Speicher zur Verfügung steht. Das würde sich für mich jetzt auch lohnen, aber ich nehme jetzt einfach mal die Normal, damit das in Zukunft ein bisschen schneller geht. Anschließend setze ich noch die Haken dafür, dass die Web-UI aktualisiert wird, dass die Extensions automatisch aktualisiert werden und die generierten Bilder auch automatisch gelöscht werden. Hier werde ich dann nochmal gepromptet, zu bestätigen, dass ich genau das möchte, dass die Bilder halt eben gelöscht werden, die immer nicht erstellt worden sind. Und wenn alles fertig ist, kommt ihr in dieses Fenster rein. Es öffnet sich bei euch im Browser. Sollte das nicht der Fall sein, geht einfach oben auf die URL 127.0.0.1:7860. Genau. Fangen wir erstmal an mit dem Text-to-Image. Text-to-Image ist das, was wir in den letzten Wochen benutzt haben, beziehungsweise in den letzten Workshops. Und das ist eigentlich relativ simpel. Ihr gebt hier einen Term ein, wie Weihnachtsmann, drückt anschließend auf Generate für Generieren und dann dauert das einen ganz kurzen Moment, bis das erstmal fertig ist. Das ist das einzige Mal, dass ich euch jetzt zeige, wie lange das in etwa dauert. Das sind so 15 Sekunden, gerade bei dem Prompt. Aber in Zukunft werde ich das immer wegcutten. Also es dauert immer ein bisschen, aber ja. So, hier seht ihr jetzt erstmal ein Bild. Das ist wahrscheinlich ein Weihnachtsbaum mit einem roten Auto davor. Das war jetzt nicht perfekt, deswegen wechseln wir jetzt einmal. Und zwar, Weihnachtsmann ist deutsch. Die meisten Sachen sind aber auf Englisch modelliert, deswegen ergibt Santa Claus wesentlich mehr Sinn und hier haben wir ein sehr gutes Bild. Fangen wir einmal relativ weit unten an. Dort haben wir einmal den Seed. Der Seed gibt quasi an, wie wir diese Bilder generieren wollen. Minus 1 ist immer ein Random Seed und ein Seed von 1 sagt uns, wenn wir hier generieren, generieren wir immer ein ähnliches bzw. dasselbe Bild nach denselben Vorschriften. Seed 2 hat auch seinen eigenen. Und wir gehen jetzt einfach mal für den Seed 24.12.2022. Ist auch ein sehr realistisches Bild. Genau. Als nächstes kommen wir zu dem CFG-Scale, was ich vorhin angesprochen habe. Das gibt quasi an, wie frei die AI generieren darf. Eins bedeutet dabei, dass sie komplette Freiheit hat, womit man leichte Sachen erkennen kann, aber mit sehr vielen Artefakten. Wohingegen 30 bedeutet, dass sie sich nur an die Prompts hält. In den meisten Fällen empfiehlt es sich einfach zwischen 7 bis 10 zu bleiben, um dann halt eben sehr gute Ergebnisse zu bekommen. Als nächstes kommen wir zu der Batch Count. Die Batch Count und auch die Batch Size sind dafür da, wie viele Sachen wir haben wollen. Stellt euch das vor wie ein Backblech. Ein Batch ist quasi ein Blech, also machen wir jetzt zwei Bleche. Und die Batch Size ist, wie viele Bilder wir haben wollen. Wir wollen also quasi zwei Bleche mit drei Bildern haben, was wir jetzt hier auch sehen. Genau, das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert, soweit schon mal. Als nächstes kommen wir zu den Sampling Steps. Als nächstes kommen wir einmal zu den Sampling Methods. Die Sampling Methods geben euch verschiedene Algorithmen, nach denen die Bilder generiert werden. Hier auch ein kleines Beispiel, was die Unterschiede sind zwischen den einzelnen. Probiert ihr am besten einfach mal ein bisschen rum. Das kann sich nur lohnen. Hier bei DDIM sind normalerweise die besten Bilder eigentlich immer mit drin. Jetzt probiere ich hier noch einmal in die Negative Prompts reinzugehen. Und zwar die Negative Prompts sind Prompts, die ihr nicht in eurem Bild haben wollt. Negativ halt eben. Wir probieren das jetzt einfach mal mit Red und probieren mal, was dabei rauskommt. Ja, und hier sehen wir es, jetzt sind ein paar mehr Farben drin, es sind immer noch zwei Weihnachtsmänner.
Wir können als nächstes Klammern außenrum setzen. Klammern sowohl bei den Prompts als auch bei den Negative Prompts geben an, dass wir das besonders herausheben wollen. Also wir wollen besonders kein Rot haben. Und was ich jetzt noch hinzugefügt habe, ist, dass ich nichts im Cartoon-Stil haben möchte. Das bedeutet, wir gehen jetzt mehr für Realismus und genau. Und das hier sieht auf jeden Fall schon sehr gut aus. Das mit dem Red versteht er nicht ganz, aber die Lösung ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Jetzt probiere ich als nächstes noch einmal den Tree rauszubekommen und wir können auch doppelte Klammern setzen, um zu sagen, das ist mir noch wichtiger. Je mehr Klammern ihr setzt, desto wichtiger wird es der AI quasi vorgegeben. Und genau, jetzt lassen wir das hier noch einmal ganz kurz durchlaufen. Das sollte auch jeden Moment fertig sein. So, da haben wir das. Jetzt haben wir hier wieder zwei. Der Tree ist jetzt so leicht verdeckt, aber es ist auch ein bisschen abstrakt. Also ist es okay. Vielleicht hilft es manchmal auch einfach, wenn das Prompt länger ist. Die Prompts solltet ihr euch vorstellen, wie ich quasi Bild beschreiben kann. Das hilft meistens dabei, wenn ihr einfach irgendwo ins Internet geht und einfach mal eine Bildbeschreibung von einem Bild anguckt, diese genauso zu kopieren, weil das meistens auch die Art und Weise ist, wie die Bilder beschrieben werden und wie die AI es am besten lesen kann. Ich probiere das jetzt einfach mal mit dem String Wallpaper auf Santa Claus Riding in the Night. At a clear night, some clouds und City Skyline und 8K. Es sind alles quasi wie einzelne kleine Texte. Stellt euch vor, ihr seid auf irgendeiner Website, wo ihr genau ein Bild finden wollt und ihr müsst jetzt so genau wie möglich spezifizieren, was ihr haben möchtet. Als nächstes zeige ich euch nämlich, was die Sampling Steps machen. Hier haben wir jetzt einen Sampling Step und ein Sampling Step gibt uns quasi nur dieses Rauschen. Das ist einfach nur die AI, die sich sagt, ja, hieraus könnte was passieren. Als nächstes erhöhen wir dann einmal die Sampling Steps beispielsweise mal auf 5 und hier können wir schon sehr gut die City Skyline sehen, die jetzt noch weiter definiert wird. Genauso bei 10 ist jetzt der Weihnachtsmann noch mit dabei. Jetzt gehen wir einmal zu 20 hoch und die City Skyline plus der Mond plus der Weihnachtsmann sind da. Es ist eine klare Nacht, es ist sehr sauber. Es ist natürlich noch nicht perfekt, daran können wir noch arbeiten und wie man später diese Artefakte unter den Füßen beispielsweise wegbekommt, zeige ich euch dann einmal. Erhöhe ich hier dann noch einmal die Sampling Steps auf 30 und hier unten haben wir noch mal ein paar Bonusfunktionen. Einmal Restore Faces, Tiling und High-Res Fix. Wenn ihr da rüber hovert über die einzelnen Wörter, wird euch auch immer angegeben, wofür das da ist. Ich bin mir bei dem Tiling noch nicht ganz so sicher, ob das wirklich richtig funktioniert, genauso wie bei dem High-Resolution Fix. Da gibt es auf jeden Fall noch ein paar mehr Settings, die man einstellen müsste. Also probiert auch die einfach mal ein bisschen aus. Genau. So, als nächstes probieren wir aber mal ein richtig gutes Bild von Santa Claus zu bekommen. Ich meine, passend zur Saison ist es, glaube ich, ganz gut. Und zwar machen wir jetzt einfach mal den Prompt Portrait of Santa Claus with glasses and a big white beard winking into the camera. Was wir jetzt noch machen ist, wir benutzen einmal einen anderen Diffuser Checkpoint. Das waren das, was wir uns vorhin runtergeladen haben. Die könnt ihr euch nämlich einfach reinziehen in den Ordner. Das ist ganz, ganz simpel. Das ist gar kein Problem. Hier haben wir beispielsweise schon mal ein sehr gutes Bild. Auch das zweite Bild sieht sehr, sehr top aus. Ein sehr energischer Weihnachtsmann. Und das letzte auch ein leicht verwirrter Weihnachtsmann. Aber die Bilder sind halt auf jeden Fall alle sehr, sehr gut geworden. Als nächstes will ich euch nämlich noch was Cooles zeigen. Wir haben verschiedene Diffuser-Checkpoints. Und die müsst ihr einfach nur einmal downloaden auf Headcrab, so wie wir es vorhin gemacht haben, und in den Ordner reinziehen. Den Link packe ich euch hier unten rein, welcher Ordner das in etwa sein sollte. Und die haben alle Checkmarks. Und wenn wir jetzt eingeben, in the style of Elden Ring, und anschließend da nochmal das Prompt ein bisschen bearbeiten, dann könnt ihr quasi mit einzelnen Sachen, wie beispielsweise Keywords wie Elden Ring, sagen, okay, ich will das jetzt in diesem Style haben, und es dann anschließend generieren lassen. Das hat einen ganz coolen Effekt. Hier nehmen wir dann noch einmal in front of a Christmas fireplace, in the style of Elden Ring, um halt wirklich zu double down. Wir könnten das natürlich auch mit Klammern machen. 30 Sampling Steps ist okay, DDMI ist perfekt. Und wir erweitern den Seed nochmal ein bisschen, weil das in der Card drin stand. Und jetzt kriegen wir halt schon Bilder, die mehr in die Richtung von Elden Ring gehen. So, das Bild gefällt mir jetzt ganz gut. Ich speichere mir das Bild in einem neuen Tab drin und bearbeite jetzt nochmal das, weil es gibt natürlich keinen Santa Claus in Elden Ring. Zumindest habe ich ihn noch nicht gefunden in dem Spiel. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr es habt. Was hilft, ist, wenn ihr es probiert, ein bisschen generischer zu machen. Also, in the style of Elden Ring, an old man with a big white beard and red clothes. Und jetzt nochmal hinterher, in the style of Elden Ring. So,
Wenn wir das jetzt generieren, dann kriegen wir sehr viele düster reinblickende Männer, was aber schon zum Stil von Elden Ring sehr gut passt. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, auch gerade das letzte mit dem Glow im Hintergrund und dem Leuchten, das könnte schon wirklich eigentlich aus dem Artbook kommen. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Wenn ihr hier unten einmal auf Speichern drückt, könnt ihr euch das Bild speichern als direkten Download oder ihr drückt einfach auf ein anderes Bild, was euch gefällt. Wollt ihr alle Bilder speichern, könnt ihr auch auf das erste drücken. Und wenn ihr jetzt eine Make Zip Run Save macht, könnt ihr euch die auch alle in einen File packen lassen und euch das anschließend downloaden. Als nächstes haben wir noch zwei bzw. drei weitere Optionen, die wir euch gleich noch zeigen. Und zwar, wenn ihr auf einen der Knöpfe drückt, könnt ihr diese auch noch weiter bearbeiten. Beispielsweise durch das Send to Image oder Send to InPaint oder Send to Extra. So, wir schnappen uns jetzt erstmal das Bild hier, weil das sah ja schon relativ gut aus, und kopieren uns das in Image to Image rein. Was Image to Image macht, ist, es vergleicht quasi einmal das eine Bild und probiert in diesem Stil, in dieser Komposition, ein neues Bild daraus zu erstellen. Wir probieren uns dann einmal hier den alten Tag wiederzuholen, und zwar unseren Santa Claus Tag, den wir schon einmal erstellt haben. Kopieren uns diesen dann einmal und setzen den bei Image to Image ein. Weil wir jetzt ja quasi einmal schon eine gute Komposition haben mit einem Artstil, der uns relativ gut gefällt, an dem wir jetzt quasi noch verfeinern wollen, den wir jetzt noch ein Stückchen verbessern möchten. Jetzt adden wir wieder einmal unsere Keywords hinzu und die Style of Elden Ring. Einfach nur, damit das halt wieder wirklich von dem Modell erkannt wird, was wir hinzugefügt haben. Das haben wir alles drin. Jetzt mache ich nochmal ganz kurz ein bisschen Spellchecking, damit das einigermaßen hinhaut. In den meisten Fällen funktioniert es auch ohne, aber je sauberer ihr das schreibt, logischerweise, desto besser werden die Ergebnisse. Als nächstes fügen wir noch ein paar weitere Wörter hinzu, wie Epic, Gifts, Happy, 4K. Und gucken nochmal, dass wir beispielsweise so Wörter wie Blurry, Smoke habe ich kurz überlegt, aber Blurry will ich auf jeden Fall nicht drin haben, weil Smoke könnte ganz gut sein, was halt eben Elden Ring angeht. Und auch gerade vor einem Kamin kann es natürlich auch ein bisschen smoky werden. Deswegen lasse ich das raus, aber ich will halt keine Blurry-Bilder haben. Genau. Ansonsten sehen die Settings soweit ganz gut aus. Wir erhöhen die Batch-Size mal auf 2. Und jetzt haben wir hier zwei richtig, richtig gute Bilder. Gerade das zweite Bild ist halt sehr, sehr krass geworden. Also der Bart ist sehr gut, das Gesicht ist sehr gut, auch der Hintergrund hat ein gutes Elden Ring-Stil. Jetzt seht ihr gerade, wenn man hier auf Send to Image drückt, wird es auch direkt mit übernommen. Ihr könnt ja natürlich auch einfach Bilder reinladen. Als nächstes machen wir InPaint. Was mir nämlich noch nicht ganz so gefällt, ist einerseits der Background an sich und der Gürtel. Hier mit dem Regler könnt ihr einstellen, wie groß euer Pinsel ist, mit dem ihr gleich reinmalen könnt. Und zwar definiert ihr mit dem Pinsel die Stellen, die überarbeitet werden sollen. So, das bedeutet jetzt für mich, dass ich erstmal hier einmal den Gürtel komplett wegmache. Soweit wie es geht, weil der sehr weit raussticht. Hab dann hier nochmal unser Prompt erweitert, damit man weiß, was im Hintergrund drin ist. Und anschließend den Pinsel vergrößert und bin dann hier nochmal rumgegangen, um den Background so gut es geht einfach einmal raus zu editieren. Also das ist halt wirklich wie eine Maske, die ihr quasi über euer Bild rüberlegt, von der anschließend dann neu generiert wird mit dem Prompt, was hier oben drinnen stehen. Hier könnt ihr auch einmal entscheiden, ob ihr eine Maske habt oder eine hochladen möchtet. Ihr könnt ihr auch in Photoshop bearbeiten und hochmachen. Und anschließend, was halt eben eure Maske sagt, ob das der Bereich ist, den ihr ändern wollt oder ob das der Bereich ist, den ihr behalten möchtet. Der Mask Blur gibt halt eben an, wie weit der Unterschied ist. Bei dem Mask Content könnt ihr anschließend noch einmal sagen, wie viel oder beziehungsweise wie ihr die Maske an sich füllen wollt, bevor sie bearbeitet wird. Ich gehe jetzt erstmal für das Original und ändere nochmal den Mask ein bisschen ab, damit er ein bisschen größer ist und das Ergebnis ein bisschen weicher an den Kanten ist, wo es bearbeitet wird. Hier gehen wir wieder bei den Sampling Steps auf DDIM rüber als unsere Methode und die Batch Size lassen wir erstmal so. Bei den CFG-Scales gehe ich jetzt auch nochmal ein bisschen nach oben, dass sich das Prompt wirklich mehr daran hält, was wir machen wollen, und ändere auch unseren Seed zu unserem vorherigen und lasse jetzt anschließend nochmal neu generieren. Und wir haben unsere fertigen zwei Bilder. Das sieht auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt aus mit den Kerzen und allem drum und dran. Das ist wirklich sehr, sehr mystisch. Ihr könnt euch hier jetzt anschließend auch sagen,
wie ihr euch das ausgeben lassen wollt oder wie ihr das kopieren wollt. Ich ziehe mir das jetzt erstmal eins mit nach oben, weil mir das Bild wirklich sehr, sehr gut gefällt. Und als nächstes gucken wir uns dann jetzt nochmal an, was es in den Extras gibt. Und zwar, wenn uns ein Bild gefällt, können wir uns das einfach nehmen, können es dann in die Extras reinladen und hier können wir das vergrößern. Gerade das ist eins der besseren Sachen. Der Upscaler kann auch von euch entschieden werden. Da gibt es auch Anime-Upscaler, normale Upscaler und wie groß ihr das haben wollt, ist in dem Resize-Regler gemacht. Ich bin jetzt hier mal hier für SwinER gegangen. Den fand ich persönlich ganz gut. Jetzt drückt ihr hier nochmal auf Generate und dann dauert das einen ganz kurzen Moment und euer Bild sollte eigentlich da sein. Das geht in den meisten Fällen schneller als die Generierung. Kommt natürlich aber auch darauf an, wie groß ihr das Bild machen wollt und wie gut eure Hardware ist. Die Upscaler sind auch kostenlos. Auch für mich ist das ein sehr, sehr großer Punkt, was sehr, sehr angenehm ist, weil manchmal gibt es Bilder, die halt einfach zu klein sind. Und hier haben wir das normale Bild und hier einmal das vierfach vergrößerte. Die Details sind halt unglaublich. Wenn man ranzoomt, sieht man ein, zwei kleine Fehler. Aber damit lässt sich trotzdem sehr, sehr, sehr gut arbeiten. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ihr konntet einiges lernen. Es gibt noch viel mehr, was man mit Stable Diffusion machen kann, wie beispielsweise eigene Modelle trainieren. Wenn euch das interessiert, lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten lasst mich auch gerne wissen, was euch nicht interessiert hat oder was ihr nicht so gut fandet. Genau. Und wir sind weiterhin bis zum 21.12.2022 für euch im WinLab vor Ort an dem Mittwoch. Da gibt es auch nochmal ein Waffelessen, also kommt gerne vorbei, wenn ihr Lust drauf habt. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, kommt gut rein demnächst ins neue Jahr. Habt eine wunderbare Festivzeit, egal ob Christmas, egal ob Hanukkah, egal ob irgendeins der anderen Feste. Lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.